Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter. Haben letztes Mal irgendwie Nanas Blutkraft erwacht. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben noch nicht viel mehr erfahren. Aber ich denke, wir werden es gleich. Dr. Sakaki hat dich ins Labor bestellt. Offenbar hat er Neuigkeiten für uns, was Nana angeht. Okay, dann halt ab ins Labor. Dort war ich eigentlich schon, aber... Vielleicht müsste ich ja da hier Dr. Sakakis Labor. Ah, hier haben wir mehr Leute. Eine Anomalie bei Sektionsfeldpuls aktiviert durch die Blutkraft bei jedem an. Ja, aktiviert sich die Blutkraft bei jedem anders. Ich frage mich, ob mit Nana es in Ordnung ist. Sie scheint den Appetit zu verlieren. Nana steht unter Beobachtung. Ihre Blutkraft sollte unter Kontrolle sein, solange sie da drin ist. Ist sie in Ordnung? Ich habe dich herbestellt, um genau das zu erklären. Wenn sich die Blutkraft manifestieren, strahlt man einen starken Sektionsfeldpuls aus. Ein starker Sektionsfeldpuls hat das ungewöhnliche Verhalten der Arigami ausgelöst. Ich vermute, er kam von Nana. Sie hat die Arigamis angezogen. Ja, ich glaube schon. Genau gesagt, ist ihre Blutkraft erwacht, bevor sie diese kontrollieren konnte. Auf jeden Fall wäre es wohl das Beste zu warten, bis sich ihr Geisteszustand stabilisiert hat, bevor du sie besuchst. Ganz ruhig, es gibt keinen Grund zur Sorge, sie ist schließlich nicht schwach. Also, keine Besuchszeiten. Ich weiß noch, wer auch in diesem Raum drin war. Alles angeknabbert. Hoffentlich macht Nana nicht das Gleiche. So, neue Mission. Bringen wir das Ganze ein bisschen vorwärts. Oh, wie einfach. Drei Yaksha. Genau, die Bewegung hatte die Karte. Was nimmt man gegen einen Yaksha? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, mit ihm, ihr muss ich Quests machen. Mit Kota muss ich Quests machen. Und mit Alyssa muss ich Quests machen. Ja. So, dann noch. Datenbank, schnell nachschauen gehen, was benutze ich am besten gegen die Yaksha. Feuer, Frost und Funken. Okay. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Aber es sind drei Stück, also. Würden sie trotzdem relativ schnell kaputt gehen. Zumindest der einzelne von ihnen. Drei nacheinander. Könnte ein bisschen eine längere Quest geben. Wahrscheinlich gibt es danach noch viel zu erklären. Vielleicht sogar davor. Davor nicht. So. Wenn du gegen alles schwach bist, dann mal die Munition leer machen und ab. Heute wirst du sterben. Aha, bist zu mir runtergekommen. Wir müssen dich nur töten, bevor deine Freunde da sind. Jetzt, wenn in der Missionsbeschreibung eigentlich stand, dass diese empfindlich auf Geräusche reagieren, dann hätte man in der Cutscene im letzten Part ja auch davon ausgehen können, dass das Nanas Wein sie angezogen hat. Und nicht irgendeine Fähigkeit. Aber wahrscheinlich haben sie nur die falschen Aragamis storywise dafür gewählt. Und dann Haufen Kongus auf. Kongus sind zwar auch ziemlich lärmempfindlich. Das wäre noch eine Option. Boboro Boboros? Ein Haufen Chius! Und mittendrin ist Sekhmet. Ja, einer tot. Wo kommt der nächste? Ist, glaube ich, hier irgendwo hier hinten aufgetaucht. Oh, dort hinten. So. Also, sie können maximal im Zweierteam angreifen. Macht's
einfacher. Obwohl, ich würde jetzt mal behaupten, dass Jagdschiffe auch zu dritt nicht ein allzu großes Problem darstellen. Okay, 5 Minuten bis zur Ankunft. Heißt, wir haben nicht allzu lange Zeit, um mich zu erledigen. Obwohl, eigentlich haben wir alle Zeit der Welt. Weil sogar wenn dein Freund hier auftaucht, bis der hier bei uns ist, bist du schon lange tot. Kleiner Yaksha. Genau. Wenn es Alissa nicht getan hätte, hätte ich es getan. You will die today. Und wenn ich dann noch Blika kriege mit Burst Plus, also in einem Blut Plus, dann wer weiß, wie viele Erfahrungspunkte ich dafür kriege. Ich brauche nur noch 24%. Und du wirst sie mir nicht verwehren. Letztes Mal habe ich zwar nur 10% gekriegt, glaube ich. Aber das sind immer 10%. Nope. So viel Gefahr bin ich auch wieder nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass es relativ unvorsichtig war. Ja. Ich will auch gerade sagen. Schon so gut wie tot. Oder du bist tot. Eins. Ein Schimmerstein. Ich glaube, jetzt haben wir 5 Minuten, bis der andere auftaucht. Also nicht mehr ganz 5 Minuten, aber wir haben ein bisschen Zeit. Wäre irgendwie schön, wenn er automatisch auftauchen würde, wenn die anderen zwei tot wären. Da müsste man nicht auf ihn warten. Aber wollen sie anscheinend nicht. Kohlefaser. Kann man vielleicht brauchen. Goldlauch. Ja, solche Szenen sind traurig. Warten wir einfach noch ein bisschen, bis Kamis auftauchen. Gehen sie wieder jagen. Warten, bis die Story weitergeht. Ich muss immerhin so mal als Zwischenfazit angeben, dass mir das Spiel wenigstens bis jetzt noch nicht mühsam geworden ist oder langweilig geworden ist. Ich bin zwar halt eben zum Schön, ja, ich muss noch auf den Gegner warten. Ich muss zwar ein bisschen beim zweiten Mal durchspielen, ist halt so ein bisschen der quasi die Überraschung von allem weg, aber ja, für das das God Eater sonst mir relativ schnell quasi mit seinen immer gleichen Gegnern zum Hals herausrenkt, ist übertrieben, aber es ist so. Ja, irgendwann verleidet es einem einfach, immer die gleichen Gegner zu bekämpfen. Das ist bisher noch nicht passiert, was gut ist. Denn wir haben noch ein schönes Stück vor uns. Wir mal, dass es so bleibt. Überall Löcher. Ist dieses, das Gebäude hier noch steht, geradeaus, das ist bewundernswert. Sehr, sehr bewundernswert. Ich frage mich, was für ein Aragami das ist einfach. Ich meine, der kommt nicht mal ein Uroboros kann einfach so Löcher in etwas reinfressen. Oder ist es überhaupt ein Aragami gewesen? Kann ja auch so wie ein Termitending sein. Auf ein kleine. Ich habe Öl gefunden. Jetzt macht meine Waffe keinen Lärm mehr. Schaut mal, ich habe ein neues Schild. Benutze es zwar trotzdem nie, aber ich hab's.
Muss ich irgendwie noch die Zeit tot kriegen, bevor der nächste kommt. Ja, über was möchte man denn reden? Oh, jetzt ist er hier. Perfekt. Ich wollte schon anfangen, über den God-Eater-Anime zu reden. Das wäre nicht gut gekommen. Obwohl, ich finde den Anime gar nicht so übel. Eigentlich sogar ziemlich gut, in mancher Hinsicht. Ich habe nur... Wenn man irgendwie, denkt, man sieht die Ereignisse des ersten Spiels in einem Anime erzählt, dann wird man, glaube ich, enttäuscht. Aber wenn man es als eine alternative Geschichte ansieht, dann ist es eigentlich gar nicht mal so übel. Ich meine, ist ja irgendwie klar, gewisse Sachen müssen geändert werden, um quasi eine Story eines ganzen Spiels flüssig in eine Serie umzuändern. Und ich meine, das haben sie gar nicht so dämlich gemacht. Die Frage ist halt nur, ob es weitergeht oder nicht. Das wäre noch eine interessante Frage. Ich würde mir auch eine zweite Season anschauen, wenn es eine geben würde. Ogre-Kombo. Was ist das denn für ein Schuss? Dort ist nichts mehr, da habe ich alles weggenommen. Gehen die auch nach vorne? Ach so, die sind ein Schild vor mir. Boom! Schon wieder. War's doch gerade erst. Nope, 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 nope. Dem letzten Schlag habe ich ihn noch erwischt. Eins. Habe ich dort auch schon? Ja, habe ich. Sie sieht aus, als hätte sie einen Regenschirm unter ihrer Waffe. Speere sind komisch. Das Sichel hat man wenigstens. Die faltet sich noch zusammen. Okay, dafür sind meine Schrotflinte einfach extrem übertrieben aus. Warte mal, kann ich die jetzt vielleicht verbessern? Das ist doch keine Kurogane, glaube ich. Oder ist sie einfach das mit der anderen Farbe? Kurogane A, meine ich. Das muss ich nachher gleich mal noch nachschauen. Eine MFP. Ungebremster Angriff, Autoblocken, Einsatztempo, alles egal. S-Rang, obwohl du mich sogar warten ließest, um quasi das Ganze zu machen. Egal. Bald habe ich die Blutkraft hoch 3. Diese Extrasensen-Finger. Dinger. Dann besteht sogar die Chance, dass wir noch plus 4 erreichen vor dem Ende des Spiels. District's outer wall is merely old and crumbling. That's how they broke in. Nana, I need you to stay put, all right? It's very dangerous in the Far East right now. It's imperative that you not join the battle, understood? Okay. I'll stay. Just stay where you are. We'll be with you soon.
Speichern. Irgendwie tut's mir schon leid, aber ich... Andererseits bin ich kein Fan von diesen Charakteren, die sich da so... Oh nein, wenn ich rausgehe, mache ich alles noch schlimmer. Aber ich kann auch nicht einfach sitzen bleiben und gar nichts tun. Also gehe ich halt raus und mache alles schlimmer, um mein eigenes Ego besser zu machen. Obwohl sie das hier besser gelöst hat, indem sie einfach gesagt hat, ich gehe raus und mach's besser. Aber ich opfere mich selbst dafür. Macht keinen großen Unterschied, aber ich fühle mich besser. So, also, Rettungsmission für Nana. Wahrscheinlich nicht mehr diesen Part. Nanas Blutkraft ist immer noch außer Kontrolle. Ich fürchte, sie macht sich zum Köder, wenn sie die Kraft benutzt. Wir bringen unsere Ausreißerin wieder nach Hause. Verstanden? Verstanden. Ihre Blutkraft lockt Aragami an. Das ist doch eine Fähigkeit, oder? Könnte uns Zeit bei der Suche nach Feinden sparen. Klingt nützlich. Wir sollten sie möglichst schnell zurückholen. Ja, es könnte aber auch eine Armee herbeirufen, wenn wir nur einen Aragami erledigen wollen. Wenn wir sie zurückholen, sollten wir zumindest nett zu ihr sein, ja? Sie mag uns und ich weiß, dass sie keine Bürde für uns sein wollte. Ich weiß so ungefähr, wie sie sich fühlt. Es ist Wahnsinn, doch gerade so in so einer Lage müssen wir Ruhe bewahren. Möchtest du was kaufen? Natürlich. Eine Pille. Brauch die Dinger. Nana muss sich darüber schon länger den Kopf zerbrochen haben. Gehen wir. Wir sind die Einzigen, die in ihre Nähe können. Die anderen nicht? Nana ist einfach hier in der Kammer aufgetaucht und wollte einen Godark haben. Ich habe das Gefühl, dass sie sich, wenn nötig, auch mit Gewalt nehmen würde. Also gab ich ihr einen. Kaum zu fassen, dass sie allein hier hinausgelaufen ist. So, dann noch mit den anderen. Wie sehr macht ihr euch Sorgen um Nana? Diese abscheulichen Biester greifen solche verfallenen Orte an. Wollen sie Nana herauslocken? Nanas Güte auszunutzen macht es noch viel hinterhältiger. Die denken nicht so weit. Die Basis wurde angegriffen. Aragami sind ins äußere Ghetto eingefallen, als Blood auf einer Mission war. Nana wurde... Naja, sie ist weggefahren. Nana ist in meinen Anhänger gesprungen und irgendwohin verschwunden. Ich meine, anscheinend war der Schaden in Fernostalgia nur minimal, aber... Mir gefällt diese Situation nicht, in der sich jemand opfert, um alle zu retten. Sag Nana einfach, alles ist vergessen, wenn sie hilft, den Anhänger auf Vordermann zu bringen. Und noch mit Damien. Wir müssen Ruhe bewahren. Wenn wir nicht aufpassen, können wir einen großen Fehler begehen. Die auch noch. Nana hat die Basis beschützt, nicht wahr? Dieses Mal müssen wir sie beschützen. Ich meine, es klang jetzt nicht so, als hätte quasi die Aragami alles vernichtet, wenn sie nicht gegangen wäre, aber egal. So, also ich habe noch den Shirogane-Streuer. Und ich kann den Kuro... Nee, ich wollte ihn nicht ausrüsten. Ich wollte ihn verbessern. Was fehlt mir denn noch für den Werkzeugstahl immer noch? Reicht es wahrscheinlich auch für den Kurogane-Turm, hm? Der wäre danach viel besser. Jagdscha-Schulterstück. Davon hätten wir eins kriegen sollen, ganz ehrlich. Damit bin ich nicht einverstanden. Alles Schulterplatten? Schulterplatten. Und Werkzeugstahl müsste man halt irgendwann mal suchen gehen. Wäre garantiert besser als das hier. Wir können es nichts mit der Kurogane-Sense A aufnehmen. Aufwertungsmethode wird erforscht. Ja, Gil, ich brauche eine neue Waffe. Irgendwann einmal. Gut, ich würde dann aber sagen, wir retten Nana beim nächsten Mal. Ich meine, 2 Tage warten kann sie sicher. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn wir das tun werden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.